Are you ready to supercharge your concept art with Unreal Engine 5? Ellie Cooper utilizes the amazing power of Unreal Engine to create photorealistic imagery, which can then be used in final paintovers, rendered as videos, or explored to find new and interesting angles. In her brand new Learn Squared course, Ellie will take you through her entire concept art workflow, from ideation and blockouts to asset placement, lighting, and paintovers. When you know how to use it efficiently, Unreal can help you to go from simple shapes to ultra-realism extremely quickly. Ja, du hast es ja schon gesehen, das Concept Art in Unreal Engine Humble Bundle geht an den Start. Ist gar nicht so viel Concept Art drin, wie es draufsteht. Also es ist eher ein bunter Mix, dazu kommen wir aber gleich noch. Wir haben jetzt hier für 18,71 Euro 8 Artikel. Das sind sie alle, mehr muss man nicht bezahlen. Den Support-Link haue ich dir natürlich wie immer in die Videobeschreibung. Dann kommst du auf diese Seite hier und das ist das, was du dann brauchst. Und nicht vergessen, Audio Alchemy ist auch nur noch einen Tag am Start. Also wenn du das hier verpasst hast, auf jeden Fall zuschlagen. Aber gehen wir mal wieder zurück. Wir bekommen jetzt hier das, was du eben im Trailer gesehen hast, das Concept Art in Unreal Engine 5 Video, beziehungsweise ein ganzer Kurs ist das natürlich. Dann geht es weiter mit Unreal Environments. Hier steht allerdings Unreal Engine 4 dabei. Dann haben wir Stylized Environments in Unreal, CGI Filmmaking, VFX in Unreal, Quick Concepts in Unreal und Substance Designer Essentials. Insgesamt für 18 Euro, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ich denke, qualitativ kann sich das auch sehen lassen, obwohl ich sie persönlich, muss ich dazu sagen, noch nicht gesehen habe. Aber für 18 Euro ist es auf jeden Fall ein No-Brainer. Wie gesagt, den Link zu den Game Dev Humble Bundle findest du in der Videobeschreibung. Schreib mir auch gerne in den Kommentaren, was du von dem Bundle hältst und ob du vielleicht was damit erstellen möchtest. Und wenn du Fragen hast zu Unreal Engine oder darüber hinaus, bist du herzlich willkommen auf meinem deutschen Unreal Engine Discord-Server. Den Link findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Pro und Contra zum Fab Marketplace. Ja, meine Meinung zum Fab Marketplace. Also, nach den anfänglichen Performance-Schwierigkeiten läuft es jetzt wieder rund, zumindest auf meiner Seite. Habe jetzt auch nichts anderes gehört in den letzten Stunden. Und ja, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt mal reinzugehen und mal ein bisschen zu bewerten. Grundsätzlich gibt es ja ein, zwei positive Sachen, leider auch negative Sachen, sehr negative Sachen, zumindest für mich. Und so ein paar Kleinigkeiten, die wahrscheinlich sehr schnell gelöst werden. Wir starten hier oben einmal mit Discover. Das sind im Grunde genommen nur die Tags, dasselbe wie hier. Das heißt, wenn ich hier nach 2D Assets suche und wieder zurückgehe, ich kann auch hier wieder zurückgehen, dann kann ich hier drauf gehen und ist einfach nur einfach so ein Suchwort, ein Filter sozusagen, kein Tag. Hier ein Filter und das funktioniert hier eigentlich mit allem so. Wenn ich jetzt hier auf zum Beispiel Quixel gehe, gehen wir mal hier drauf und claim nochmal, dann haben wir hier halt einen Filter drin für Quixel. Das ist dasselbe, wenn ich hier wieder zurückgehe, als wenn ich hier weiter unten zum Beispiel auf Quixel gehen würde. Same, same. Wo wir gerade hier bei Quixel sind, hier steht immer noch From Free. Ich würde mir hier wünschen, dass hier auch Own steht. Ich meine, man könnte ja argumentieren, okay, das hast du dir ja auch nicht richtig gekauft, aber die habe ich mir auch nicht richtig gekauft. Und hier steht Owned und hier From Free. Wäre cool, wenn hier halt überall direkt Own steht. Wenn ich dann einmal auf irgendwas draufklicke, dann steht hier zwar Get All Quixel Megascans for Free und dann ein Haken dran, Megascans Claimed. Und hier dann letztendlich auch, dass ich das geowned habe. Aber ist halt für mich nicht rund, ist aber nur Meckern auf hohem Niveau. Wenn das jetzt wirklich meins ist, so what? Dann ist es halt so. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Das sind die ganzen Filter. Hier haben wir wahrscheinlich ein individuelles Werbebanner und dann auch wiederum Filter von Unity bis Unreal Editor for Fortnite, also UFN. Das können wir hier oben im Grunde genommen auch einfach als Filter hinzufügen und dann nochmal weitersuchen. So, was das gesamte Filter- bzw. Sortierungssystem angeht, das funktioniert leider noch überhaupt gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, das ist alles Kraut und Rüben, das zeige ich dir gleich noch bei meiner Library, wenn wir da hinkommen. Wir gehen nochmal eben zurück. So, dann haben wir hier Featured Free Content. Das ist jetzt hier der Free for the Month Content. Hier waren vorher 4 drin, jetzt sind hier 5 drin. Und daran merkt man schon, es wird wahrscheinlich eifrig gerade im Hintergrund gearbeitet. Also jetzt haben wir auch endlich unsere 5. Und hier werden wahrscheinlich demnächst auch dann die anderen 5 stehen, wenn es ausgetauscht wird. Ich gehe mal davon aus, dass das so ist, auch wenn das nicht Free for the Month heißt. Dann gehen wir weiter runter. Dann haben wir hier die Featured Sellers. Das ist genauso wie der Featured Content, glaube ich, aus dem Marketplace. Einfach random irgendwelche Sellers rausgeholt. Ich denke mal, das hat jetzt hier nichts
mit irgendwelchen besonderen Sellern zu tun oder dass das nur erst bestimmte Themen oder bestimmte individuelle Seller sind, die hier ausgerufen wurden. Es ist einfach nur random Werbeplattform, gehe ich davon aus. Die werden einfach ausgetauscht. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier auch für Content finden, weil das ist eigentlich geiler. Obwohl, ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, muss ich gestehen. Was ist besser? Featured Content oder Featured Sellers? Weil wenn so ein Seller gezeigt wird, dann hast du auch direkt ein, zwei Sachen hier. Und wenn jemand draufklickt, dann sieht man direkt alles von dem Seller. Aus Publisher-Sicht oder Seller-Sicht ist es natürlich dann eigentlich besser. Und als Publisher hat man ja eh praktisch keine Kontrolle darüber gehabt, was jetzt hier von dem Content hier in dem Featured Content vom Marketplace gelandet ist. Ja, gehen wir mal weiter. Da haben wir jetzt hier noch Quixel. Da waren wir ja schon drauf. Environments. Okay, das sind einfach nur weitere Filter. Recontent, checken wir das mal aus. Das Coole ist, hier kann man nach Produkten und Creatoren sortieren. Dieselben Filter, auch hier, also grundsätzlich im gesamten Marketplace hier, funktioniert das überhaupt gar nicht. Auf der rechten Seite, und das ist jetzt positiv hervorzuheben, haben wir eine sehr übersichtliche Suchoption jetzt. Funktioniert leider auch noch nicht. Oder wir können mal eben ganz kurz schauen, sagen wir mal von 0 bis 10. Ah, das geht vielleicht schon. Okay, da muss ich gleich nochmal was anderes checken. Gehen wir nochmal hier rein. Aber das gefällt mir. Das sieht ganz gut aus. Auch hier der Lizenztyp und so weiter. Du kannst jetzt nach unendlich vielen Formaten auch suchen und so weiter. Sehr, sehr, sehr cool. So, und ansonsten sticht hier noch der Major-Content ins Auge, der versteckt ist. Und die KI natürlich hier, der ganze KI-Kram. Sale konnte man vorher hier machen. Ist es jetzt hier raus? Ja, alles klar, das haben sie einfach verschoben. Ja, aber bevor wir weitergehen, fällt hier natürlich auch direkt auf, dass man natürlich jetzt, weil das alles zusammengelegt wurde, unfassbar viel Kram hat. Unfassbar. Und du bist hier immer in so einem Endlos-Scroll und muss hier deinen Content finden. Grundsätzlich finde ich das geil, wenn es halt immer weitergeht, wenn man mal ein bisschen stöbern will. So, ich bin da eigentlich gegen Systeme, die dich dazu zwingen, dass du dir immer nur drei angucken musst und dann weiter. Aber ich würde dir trotzdem gerne Ansicht haben, wie viel ist das? Und wenn man bestimmte Sachen sucht oder wenn man auf, weiß nicht, Sell-Jagd ist oder so, dann hat man sich ein bisschen was rausgepickt und weiß, ah nee, das eine war auf Seite 5 oder so. Ja, sehr schade. Also ich habe das zwischendurch dann doch genutzt, um schneller zu dem Produkt zu kommen, was ich gesucht habe, weil ich irgendwie Namen wieder vercheckt habe oder so. Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnt. Du musst es natürlich jetzt explizit rausfiltern, das Ganze. Also du hast jetzt auf jeden Fall mehr Arbeit, aber das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, weil hier super viel Shit drin ist, ist ja klar. Nur müssen wir uns jetzt daran gewöhnen, dass wir halt auch mit super viel Blödsinn konfrontiert werden, der hier drin ist. Aber das ist wahrscheinlich nur Meckern auf hohem Niveau, würde ich mal sagen. Was richtig mies ist, gibt ja keine Funktion, wo man sich das mal eben merken kann. Ich gehe mal hier drauf, das kostet was, dann sehen wir ein bisschen mehr, dann sehen wir auch die Lizenzen. Also die Merkliste habe ich so bei mir auch noch gar nicht gefunden. Die scheinen komplett weg zu sein. Ich hoffe, dass die wiederkommt. Und es haben sich auch schon Leute bei mir gemeldet, die gesagt haben, so, ey, ne, ich hatte hier 100 Sachen drauf, so alles weg. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich habe auch ein paar Sachen auf der Merkliste, da wollte ich einfach nur abchecken, ne, ob das irgendwann mal im Sale ist oder so. Oder einfach für später irgendwann mal und dann vergessen. Und auf einmal ist das alles weg. Und vielleicht hat sich auch der eine oder andere da hingesetzt und hat da mal irgendwie eine Stunde gesucht und sich die geilsten Sachen für sein zukünftiges Projekt rausgesucht. Und ja, wie gesagt, kann ich verstehen, dass das echt mies ist, wenn es das Feature nicht mehr gibt. Würde ich auf jeden Fall auch sehr vermissen. Kann ich auch überhaupt nicht verstehen, warum das jetzt raus ist. Ich vermute, dass das einfach einen technischen Hintergrund hat, wegen der Zusammenführung. Und dass sie das einfach später an den Start bringen. Ja, wir sind ja schon gerade in einem Produkt drin und sehen eine ähnliche Ansicht wie im Marketplace. Hier fällt auf jeden Fall auf, dass wir direkt eine Lizenz haben. Wenn wir die anklicken, haben wir auch direkt die Professional-Lizenz. Denn Seller können jetzt hier auch wirklich eine Lizenz vergeben für Leute, die schon 1.000 in petto haben. Ansonsten gilt hier bei Personal der normale Preis, den wir so kennen. Das ist also jetzt gesplittet. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber es ist da und wir können hier einfach dann auf die License klicken und uns die Infos abholen. Das ist schon mal sehr gut. Alles sehr einfach und auch transparent, intuitiv, würde ich sagen. Die Formate stehen jetzt hier oben, zum Beispiel Blender und wieder der ganze AI-Kram. Und was ich hier vermisse, sind die Versionen. Also ich fand das ziemlich cool, dass das hier auch immer an der Seite stand. Das ist jetzt aber auch nicht weg, sondern das ist hier weiter unten. Wir haben jetzt hier eine besondere Form, wie das alles aufgebaut ist. Ist also nicht mehr alles jetzt auf einer Seite sozusagen, was ich jetzt so präferieren würde, ehrlich gesagt. Ein so ein Ding, ohne irgendwas aufzuklappen, einfach sofort alles zu sehen. Und okay, wenn ich ein bisschen scrollen muss, soll es mir egal sein. Aber hier muss ich jetzt gucken, okay, ich gehe jetzt hier drauf, see Details und dann auf technische Details und dann kann ich mir alles angucken.
Ich kann auch verstehen, dass sie das designtechnisch ein bisschen getrennt haben, weil das ja auch wirklich alles zumüllen kann. Ist vielleicht auch persönliche Präferenz von mir, weiß ich nicht. Aber ich finde es cooler, wenn wenigstens die Versionen, die zeige ich dir gleich noch, weil das ist ja jetzt ja nur Blender, auch hier oben stehen. Die würden dann hier dann einfach nochmal im Tab daneben sein. Ja, dann kommen nochmal die Tags, dann kommt mehr von dem Seller halt, von dem Publisher und das war's auch schon. Das Ganze kann man noch reporten und sharen, aber eben nicht merken leider. Und kommen wir jetzt zur nächsten Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. Ich glaube, das ist das mit das Schlimmste hier. Kommt über der Merkliste bei mir natürlich an negativen Dingen. Und zwar, wir haben hier Ratings. Hier ist zwar noch kein Rating, aber wir können mal irgendwas raussuchen, was ein Rating hat. Nehmen wir mal irgendwie sowas hier. Und das ist ein Rating. Auch kein Rating. Ich kann ja mal ein Rating sortieren. Mal gucken, ob es geht. Kein Rating. Ich hätte ja jetzt erwartet, dass das mit dem besten Rating oben steht. Aber das, was ich eben meinte, ne, das wird mit Sicherheit noch alles gefixt hier. Die arbeiten da mit Sicherheit dran. Gehen wir mal hier rüber, gucken, ob das geht. So, ja, super, das geht. Wenn ich hier draufklicke, dann habe ich keine Infos mehr. Ja, hörst du schon, ne? Der Engineer ist empört. Das geht doch gar nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, so, ja, ey, 5 Sterne, geil, ne, reicht doch raus. Aber mir ist, ich glaube, der einfachste Vergleich ist jetzt auch zum Beispiel Amazon. Wenn du auf Amazon irgendein Produkt abcheckst, dann ist da auch das, was die Leute da schreiben, viel essentieller als der Stern. Vor allen Dingen, wenn jemand 5 Sterne vergeben hat, dann kann man ja noch sagen, so, okay, der fand das Produkt einfach geil und hat es gekauft. Kann ich noch was mit anfangen? Aber wenn jemand 4 oder 3 Sterne vergeben hat, dann möchte ich auch gerne wissen, warum er nur 3 oder 4 vergeben hat. Und das ist nicht nur wichtig für mich als Käufer, sondern auch für den Publisher. Wenn irgendjemand dir 3 Punkte gibt für dein Produkt und du denkst, ey, das ist das geilste Produkt aller Zeiten und einer kommt mit 3 Sternen, dann ist für dich doch auch wichtig, so, ey, warum? Das ist die eine Sache und die andere Sache sind so Meckerer, die man dann aussortieren kann, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Das sind so die Typen, die bei Amazon 1 Stern vergeben für ein Top-Produkt und dann sagen so, nee, geht gar nicht, das kam jetzt irgendwie 2 Tage zu spät mit der Post. Und dann würde ich auch sagen so, okay, nur 1 Stern dafür, ne, das geht auch gar nicht ums Produkt halt. Und es gibt auch den einen oder anderen auf dem Marketplace oder gab es damals, die dann halt gemeckert haben und dann irgendein persönliches Problem hatten und deswegen nur 1 Stern oder 2 Sterne vergeben haben und ein relativ gutes Produkt dann halt damit runterziehen. Ist auch unfair meiner Meinung nach. Man sollte halt immer das Produkt selbst bewerten. Aber sowas können wir jetzt auch nicht mehr aussortieren. Wir sehen einfach nur, ey, der hat jetzt 3 Sterne. Schreib mir deine Meinung dazu gerne in die Kommentare und lass uns auch gerne auf meinem deutschen Unreal Engine Discord Server darüber diskutieren. Link findest du in der Videobeschreibung. Aber ich denke, das sollte auf jeden Fall rein. Das geht eigentlich auch gar nicht, dass sie das rausgenommen haben. Als positiven Punkt würde ich hier noch sagen, ey, wenn jemand wirklich richtig gut ist, beziehungsweise das Produkt richtig gut ist, dann wird es sehr wahrscheinlich mehr Leute geben, die das positiv bewerten. Und dann gibt es hinten raus natürlich dann auch eine tendenziell höhere Sternbewertung, obwohl Meckerer dabei sind. Das ist nochmal ein Punkt für die eine Seite. Ein Punkt für die andere Seite wäre, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, habe ich das Gefühl, es wird eher bewertet, wenn etwas schlecht läuft. Und nicht so oft positiv bewertet, wenn etwas gut läuft. Und da werden wir sehen, wie das läuft. Und auch vor allen Dingen, wie die Community darauf reagiert. Aber du merkst schon, ne, wie lange ich hier rumlabe. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den kann ich nicht verstehen. So, dann war hier noch irgendwas mit Updates, hatte ich mir aufgeschrieben. Ach nee, die Version hier, da sind sie nochmal. Kompatibilität. So, die hätte ich gerne noch da oben gehabt. Aber ich verstehe, dass das hier unten natürlich besser reinpasst. General Last Update hier. Das können wir jetzt hier auch abchecken. Auch etwas würde ich gerne hier sehen. Oder ist es hier und ich bin blind? Ne, ist nur Publish Date. Warum hier drunter Last Update? Der Mecha-Engineer ist heute unterwegs, oder? Okay, aber sonst ist das cool. Sieht halt aufgeräumt aus. Ist jetzt auch schnell. Am Anfang war es ziemlich laggy bei mir. Also gefällt mir so auch vom Design her. Was mir aufgefallen ist, man kann hier auch nicht mehr reinklicken. Wir sind jetzt bei 2D-Content, da werden wir die 3D-Ansicht wahrscheinlich nicht finden. Aber vergrößern kann man es nicht mehr. Ich denke, ist auch nicht zwingend notwendig. Auf der anderen Seite habe ich es immer gemacht im Marketplace eigentlich, wenn ich mir was angeguckt habe. Aber ich weiß gar nicht, hat man es gebraucht? Das macht man so automatisch, man hat ein Bild, man klickt halt rein. Ich meine, das ist jetzt groß genug. Ich kann ungefähr erahnen, was mir der Autor damit sagen will. Weißt du, was ich meine? Aber naja, ist wahrscheinlich unwichtig, aber ist weg.
ist scheinbar weg. Kriegen wir vielleicht wieder demnächst, aber auch nicht so wichtig. Was haben wir noch? Den 3D-Kram. Dann gehe ich nochmal zurück. Hier nochmal zurück. 3D-Models. Und dann hier nochmal auf die Pfeife. Achso, das ist schon die Ansicht. Was ist das? Das ist ein normales Bild. Okay, und hier ist dann eben diese Sketchfab-Ansicht. Und das ist schon ziemlich cool, dass man sich seine Objekte dann nochmal wirklich von allen Seiten anschauen kann. Ja, das ist auf jeden Fall mega geil. Und dann kommen wir zu meiner Library. Hier ist mittlerweile alles drin, bis auf Quixel, glaube ich. Das ist der ganze Kram, den ich bis jetzt so gehortet habe. Das meiste ist free for the month. Und auch hier insgesamt, also das habe ich mir vor 50.000 Jahren geholt. Da kam, ich glaube, da ist die Menschheit gerade aus den Höhlen raus so und hat abgecheckt, wie das so mit den Technologien läuft. Da habe ich mir schon das Industrial Ambient Sound Package gekauft. Das ist auf gar keinen Fall das Neueste. Wir können mal ganz kurz hier reingehen. Sagen wir mal, letzten 24 Stunden, da habe ich mir nichts gekauft. Ich habe auf jeden Fall Probleme mit vielleicht schizophrener Assetjäger oder so. Und kaufe mir dann heimlich Assets mit meiner zweiten Identität. Aber ne, wieder Spaß beiseite. Funktioniert noch nicht, wird demnächst kommen, mit Sicherheit. Ja, ansonsten gibt es nur noch die Publish-Seite. Die ist mit Sicherheit langweilig für euch. Da haben die Publisher einen eigenen Bereich. Da fehlt auch noch ein bisschen was, meiner Meinung nach. Eine Übersicht und so eine Verkaufsübersicht und so weiter. Und ansonsten sind wir hier auch durch. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein zu dem Thema. Auch die Library ist einfach hier nur so ein Filter. Mal wieder zurück. Ja, und mich würde brennend interessieren, was du davon hältst. Schreib es mir gerne in die Kommentare oder komm auf den Discord-Server vorbei und lass darüber quatschen. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg bei deinem aktuellen Projekt und wir sehen uns im nächsten Video. Unreal Engineer out. Okay.